Das Rosenjoch. Mit 2796 Metern ist es der höchste Gipfel im Woldau- und Arztal. Trotz seiner bescheidenen Form ist er ein abenteuerlicher Berg mit einer außergewöhnlichen Aussicht. Los geht's! Gestartet wird in Oberelbögen, beim kostenpflichtigen Parkplatz in Richtung Osten. Hier folgen wir erst einer kurz betonierten Straße, bis sie zur Forststraße wird. Nach kurzer Zeit zweigen wir aber von der Forststraße ab, um die Tour etwas abwechslungsreicher zu gestalten. Durch den Wald geht es nun längere Zeit, während immer wieder die Berge in Richtung Stubaital hervorblitzen. Nach dem Waldstück haben wir uns einiges an Straße erspart. Diese hätte man natürlich auch zuvor fortsetzen können und in größeren Serpentinen zum selben Punkt kommen können. Doch letztlich landen wir zumindest bis zur nächsten Abzweigung immer auf der Forststraße. Am Weg baut sich die Grünbergspitze vor unseren Augen immer weiter auf, welche bei den winterlichen Bedingungen fast schon einen dramatischen Eindruck hinterlässt. Am nächsten Schilderbaum angekommen, verlassen wir die Forststraße ein für alle Mal und es geht auf leichten Spuren steil nach Norden den Hang hinauf. Hin und wieder findet man zwar eine Markierung, aber grundsätzlich ist ab hier der Weg extrem schlecht markiert und oftmals lässt sich kein einzig richtiger Weg finden. Denn meist folgt man Spuren, die mehr oder weniger erkennbar sind. Gute Orientierung und die Hilfestellung durch eine Karte sind schon empfehlenswert. Außerdem sollte erwähnt sein, dass dieser Berg bei dichtem Nebel und Schlechtwetter im Allgemeinen extreme Gefahren in Sachen Orientierung birgt. Hin und wieder kann man sich schon mal verlaufen, auch bei schönem Wetter. Deshalb sollte man stets aufmerksam sein und die Umgebung beobachten, ob die Richtung noch stimmt. Grund für die mäßige Markierung und die wenigen Spuren ist die geringe Rolle, die das Rosenjoch beim Bergtourismus im Sommer spielt. Gerade im Spätsommer und Herbst, wenn erste Schneefelder die Wege versperren, sieht man kaum noch Menschen am Rosenjoch. An diesem sonnigen Wochenende waren wir die einzigen auf dieser Tour. Auch das Gipfelbuch zeigt nur 1 bis 2 Einträge pro Monat außerhalb der Sommerferien. Anspruchsvoll ist der Aufstiegsweg jedoch nicht, denn auch wenn nur wenig Betrieb herrscht, liegt der seltene Besuch wohl eher an der Präsenz deutlich bekannterer Berge wie dem Patscherkofel oder dem Glungitzer. Wer sich aber dennoch an die selten begangenen Orte begibt, wird letztlich mit erstaunlicher Einsamkeit und unglaublicher Aussicht belohnt.
Noch kurz zu den Fakten. Bis zum Gipfel sind es ungefähr 1400 Höhenmeter vom Parkplatz weggerechnet. Außerdem sind es ca. 7,5 Kilometer Wegstrecke. Das ist relativ lang und dafür aber eben nicht so steil. Also sind wir insgesamt 15 bis 16 Kilometer, je nachdem wie viele Umwege man machen muss, unterwegs. Nach ungefähr 3 bis 4 Stunden, je nach Gehtempo, steht man dann letztlich auf dem Gipfel des 2796 Meter hohen Rosenjochs und genießt die geniale Rundumsicht der nahen Berge, wie der Grünbergspitze, oder auch der etwas weiter entfernten, wie dem Olperer. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo am Kanal und einen Daumen hoch auf das Video. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch wie immer schöne Touren und Bergheil.